So, meine Freunde, weiter geht's mit der Geschichte. Wir haben ein feines Ferrit gefunden, haben unser Schiff repariert und fliegen jetzt in den Sternen. Mit wir treffen uns an der Raumstation. Ja, okay. Ich flieg hoch, okay. Wie abheben? Muss ich das Ding jetzt selbst fliegen oder was? Keine Ahnung, der fliegt alleine irgendwo hin. Oh! Muss ich jetzt einfach in den Himmel oder was? Ja, einfach in den Himmel rausfliegen, dann kommst du ins Weltall. Hier gibt's dann auch noch so Gestein, das kannst du auch abschießen. Sammeln, gibt's Gold, Silber, Blatt. Okay. Kann man dann verkaufen im Handelszentrum. Alles klar, okay. Ich bin gerade in so einem Titel. Okay, cool, ich bin jetzt in den Sternen. Teste Raumschiffsysteme. Teste die Flugsteuerung und die Schubdrüse. Ich fliege einfach mal weiter hoch, ne? Ja, da wo ich bin. Du musst auf jeden Fall Tritium sammeln. Das ist dein Treibstoff für die Weltraumfliege. Ja, ich soll erstmal hier so ein paar Tests machen. Boost, dies, das, tralala. Und hier, hier wird's angezeigt, wo du bist. Flieg dir einfach mal hinterher, ne? Impuls, oh mein Gott, jetzt geht's ab, Alter. Ja, da muss der Farmer, da fliegen wir direkt zu der Raumstation. Ja, ich sollte das gerade mal aktivieren. Eingehende Nachricht. Antworte mit X. Eingehende Übertragung, okay. Bitte identifiziere dich. Ich bin identifizieren. Du bist nicht. Okay, ich muss irgendjemand folgen. Übertragen endet so seltsam, wie sie begonnen hat. Der letzte Teil des Signals scheint ein Satz planetare Koordinaten zu sein. Okay, Koordinaten, Daten eingeben. Okay. Und jetzt müssen wir dahin fliegen, ne? Fliegen wir mal dahin. 3000 Meter entfernt, Alter. Okay, auf dem Computer ist es ein bisschen komisch, Alter. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Muss ich hier hin? Fliegt das automatisch? Ah, hier muss ich hin. Ah, okay, okay, okay. Fliegst du jetzt das an und dann den Impulsantrieb? Ja, habe ich gemacht. Mit C scannen. Yeah. Ankunft. Ich werde ihn vor dir erreichen. Ja, Bruder, du bist geübt. Dann bin ich der Entdecker des Planeten. Es gibt dort Frostkristalle, Kupfer, Dioxid und Kobalt. Oder Kobalt oder sowas. Kobalt. Ah. Kobalt. Geil, Mann, das Planet sieht schon geil aus, muss man ehrlich sagen, ne? Und man kann ja verschiedene Planeten einfach begutachten. Das ist schon nice, Mann. Ich glaube, so weit sind wir letztes Mal auch mal gegangen. Ich weiß es gar nicht mehr, Alter. Ja, da haben wir 8 Stunden für gebraucht. Ich weiß nur, dass ich irgendwie, keine Ahnung, wie es passiert ist, irgendwas gefunden habe, wo wir so viel Cash hatten, dass wir uns einfach Raumschiffe kaufen konnten. Das stimmt. Weiß ich bis heute nicht, was es war. Ich habe das Geld immer noch teilweise. Okay, und jetzt fliegt es automatisch dahin, ne? Du musst alles selber steuern. Okay. Ah, okay, die letzten Sachen muss, die letzten Sekunden muss man dann selber fahren, ne? Ja, und jetzt ist es auch nicht mehr warm. Jetzt ist es wahrscheinlich kalt. Arschkalt. Okay, ich muss ich muss langsam machen. Okay, und lande mit E. Einfach ganz langsam. Yeah. Und ich lande. So, meine Freunde, wir sind im neuen Gebiet angekommen. Und es ist arschkalt. Geil. Und hier gibt es jetzt auch wieder ein paar neue Sachen, die man einfach so sexy scannen kann, ne? Genau. Yeah.
Ich scanne auf jeden Fall erstmal. Vergrabener Vorrat habe ich gefunden da hinten. Da ist irgendwie so ein komischer, so ein komisches Schneckenvieh, Alter. Sieht richtig witzig aus, wie es da krabbelt. Geil, Alter. Ich kann mich noch erinnern, als wir eine Quest hatten, wo wir so Aliens töten mussten. Und da ist einer, Bruder. Da ist ein Alien, glaube ich. Der scannt hier die ganze Zeit irgendwas. War das ein Alien? Oder? Irgendeine Maschine fliegt über meinen Kopf und guckt mich an. Pass gut auf, die könnte ich angreifen. Ja, ich greife ihn nicht an, ich lasse ihn einfach, ne? Ja, und du solltest jetzt auch keine Dinge abbauen. Aber ich kann ihn auch nicht analysieren. Auf jeden Fall wird es mir angezeigt, wenn ich mich drehe, dass mich da die ganze Zeit was an, beobachtet. Aktiviere ein Zielscan. Ziel erfasst. Ziel entfernen. Finde die Signalquelle. Hast du sie schon gefunden? Ja. Ja, dann komme ich einfach zu dir. Ist eh derselbe Weg, oder? Genau. Na, scheiße, Bruder. Ich bin richtig schlecht gelandet, Mann. Bist du denn da hingekommen? Bist du auch so rumgerannt oder was? Einfach geradeaus durchgelaufen. Der rutscht immer runter. Boah, ist das geil aus, Alter. Holy shit. Ja, ich muss diese Quest machen. Ich muss irgend so ein Ziel finden. Finde eine Signalquelle. Ah. Ich bin bei dir. Ich muss ganz kurz Leben erfrischen. Soll ich schießen? Nee, geht, glaube ich. Schieß mal. Oh, ja, du musst mir schauen. Einfach Roleplay in No Man's Sky, Bruder. Ah, das hier Ding. Hier kann man speichern, Alter. Eine kaputte Technologie. Die Funkensprühen der Kabel der Maschine erzeugen ein Signal, das die Übertragung ins Nichts ausstrahlt. Wer immer die Nachricht hinterlassen hat, ist schon lange fort. Entschlüssele! Kann man eigentlich auch Planeten von anderen Leuten einnehmen? Die das schon vorher gefunden haben zum Beispiel? Also ich habe schon Planeten von anderen gefunden. Ah, okay. Neues Gebäudeteil gelernt. Basiscomputer. Yeah. Ich glaube, sollten wir eine Basis aufbauen, dann machen wir das auf dem Planeten, der zu freien Scheiß. Ja, können wir machen. Es fliegen Schiffe vorbei, es fliegen Kapseln vom Himmel. Die kann man dann öffnen. Ich wärme mich auch mal kurz auf und dann baue ich da diesen Terran-Manipulator, Alter. Ja, dafür brauchst du zweimal Nanorohr, einmal Dia-Wasserstoffschild. Hab ich. Also glaube ich mal. Ich gehe schon mal für den nächsten Missionsschritt das Kupfer einsammeln. Weißt du noch, wo wir das Kupfer gesucht haben? Ja. Das hat uns übelst viel Zeit gekostet, ne? Gab's einfach kein Kupfer. Hast
Hast du den Terran-Manipulator auch schon installiert? Ja. Was kann man damit, was kann man damit machen? Du kannst dich in die Erde graben. Um Kupfer zu finden oder was? Es gibt gewisse Gebiete, da gibt es dann Kupfer, Gold, Salz. Und das kann man mit dem Ding dann abbauen. Genau. Wie so Minenbau. Minen. Okay. Ich stell's jetzt halt online. Ich will schon. Die Frage ist, wie kann ich meine Waffe wechseln wieder? Bei mir ist es Dreieck. Oben rechts steht's aber. Alternativ wechseln. Wechseln. Ach so, ja. Danke. Du bist einfach ein Ehrenbruder. Cool, ich habe Projektilmunition gefunden, Alter. Das heißt, wir müssen jetzt Kupfer finden. Ja, ich hab schon. Ich hab auch Kupfer gefunden. Okay. Dann baue ich es mal ins Komplette. Oha, ich habe aber sehr viel Kupfer gefunden, Bruder. Ich hab dir extra was übrig gelassen. Ja? Du bist sehr nett. Danke dir. Ja, jetzt baue ich es komplett ab für mich. Verkaufe ich dann oder so. Und ich finde auch noch anderes Zeug. Ja, Silikatpulver. Damit ja. Kannst du auch Munition herstellen. Geil. Einfach nur geil. Wenn die Mission das irgendwann mal zulässt, gehen wir auf eine Station. Aha. Weltraumstation und dann verbessern wir direkt mal den Minenlaser und so. Das könnten wir machen, Mann. Den Anzug kann man auch verbessern. Ich weiß, man kann ja irgendwie auch Skins und sowas, ne? Geht auch, ja. Geil. Erstmal Geld investieren. Ja, cool, okay, habe ich jetzt gemacht. Verarbeite Kupfer im chromatischen Metall. Muss ich dann. Ah, da muss ich bestimmt wieder so eine tragbare Raffinerie bauen, ne? Ja, ich will jetzt auch zu dir kommen, weil du hast ja einen. Ist das hier Kupfer? Nee, das ist Schrot. Hier, Kupfer. Genau, rein. Kohlenstoff haben wir auch viel. Soll ich einfach so viel machen wie möglich, ja, oder? Gebt vielleicht noch ein bisschen Kupfer. Chromatisches Metall. Tue ich gerade herstellen. Wie sollst du denn herstellen? Bitte? Wie sollst du herstellen? Chromatisches Metall. Hier. Ja, ich habe jetzt schon gemacht. 30, ich habe 60 gemacht. Lass die Raffinerie draußen nicht kommen. Okay. Dann baue ich einen Basiscomputer. Das kann man ja alles wieder mitnehmen, das Zeug hier, ne? Basiscomputer weiß ich nicht. Ja, ich kann ihn nirgends hinbauen. Guck mal, ich könnte ja einfach dein Zeug klauen. Achso, das Zeug ist drin. Nein. Mach einfach alles gut. nimm's einfach wohl. Ich nehm mir 30. Achso, ich muss das Zeug ja noch rausnehmen. Ach, ich hab mir mal 30 genommen. ja. Ich hab doch alles. Ja, ich hab's jetzt auch genommen, dann baue ich das Ding wieder ab, ne? Ja. Ich hab mich die ganze Zeit über... Hä, ich kann's nicht aufnehmen. Warum kann ich's nicht aufnehmen? Bei mir ist es R3. Ja, da steht, ich kann's nicht aufnehmen. Vielleicht ist noch was drin. Ich guck nochmal.
Ah, mein Anzug ist voll. Ja, dann mach es einfach ins Ich Hochleistungsinventar, kann's ne? mitnehmen. Kannst du es mitnehmen? Ja, wenn nicht, warte mal. Ich muss ja sowieso gerade diesen Computer herstellen noch. Und dann habe ich ja wieder einen Platz mehr. So, jetzt habe ich sie wieder. So, Akera-Basis, zack, rein da. Ja, dann kannst du den Computer jetzt auch ja gleich benutzen für deine Quest. Ja, aber was sollen wir hier die Basis auf? Nee, willst du Wir hier? machen wir nicht woanders. Ja, lass woanders. Warte, dann nehme ich es wieder mit, das Ding. Weil hier ist ein bisschen blödes Gelände, oder? Jo, mir gefällt es hier eigentlich auch nicht so. Bist du wieder im Raumschiff oder was? Willst du woanders hin? Ich weiß nicht, ob wir den auf diesem Planeten bauen müssen. Vielleicht gibt es auch einen Planet, der temperaturneutral ist. Ja, da steht halt, registriere das dann als dein Eigentum, ja. Wir müssen sehr oft zu diesen Basis kommen. Okay. Ja, Aber wir probieren es halt. mir ist es egal, ja, jo, wenn du willst, also fliegen wir hoch. Fliegen wir mal ins Weltall und dann scannen wir ein paar Planeten. Mit Heilgeschwindigkeit ins All. Weiß glühender Planet, wäre da nix? Keine Ahnung, Bruder. Ich bin gerade Arsch der Welt. Ah, da bist du ja. Okay, lass uns einfach mal ein paar abchecken, genau. Unbekannter Planet, warte mal, scannen. Es gibt hier ein Hesfano Omega, der ist auch unentdeckt. Da gibt es Kaktusfleisch, Kupfer, Pyrit, Kobalt. Da steht aber meistens noch dabei. Der giftige ist halt da halt. Moment, ich guck nochmal. Weiß ich nicht, da steht nur unwirtlicher Planet. Wahrscheinlich gibt's da nichts. Das kann möglich sein. Was haben wir noch hier in diesem Ghetto? Habe ich auch gerade gesehen. Aber weißt du was? Was? Wir nehmen diesen kalten Planeten und kaufen uns Kälteschutz dann später. Dieses Hashfano Omega oder was? Über 63, wo wir eben herkommen. Da willst du doch lieber wohnen. Ach so, Ja, willst du es die? heißt. Ja, weil heiß ist blöd. Ja, okay, dann gehen wir wieder zurück und beanspruchen halt dort den Planeten. Oh, ein paradiesischer. Ich habe Wo? einen Mond gefunden. Den nehmen wir. Wo? Beta ist der. Beta? Okay, warte mal. Siehst du, wo ich hinfliege? Ja. Der hintere hier, oder was? Ja, da steht einmal Alme, G29, ist der Planet. Ja. Neben dran Ah. ist ein Mond. Unbekannter Mond, da willst du hin. Ja. Es gibt zwei Monde, du fliegst da gerade an einen Der vorbei. linke. Okay, dann nehmen wir den. Paradiesisch. Guck mal, wir beide im Paradies. Fehlt nur noch Eva. Ich muss es nochmal scannen. Ich komme da nicht ran, Alter. Ja, warte mal. Ich mach mal kurz Highspeed, Alter. Aber auf jeden Fall nicht aufs Große, sondern auf das kleine linke, ne? Ja, er merkt Beta. Ja, ich muss ein bisschen näher ran. Nicht genügend Treibstoff, perfekt. Ich habe extra gewartet, dass du dein Raumschiff nach. Ey, ich weiß nicht, welches Shift Ding mit. Da bei mir, die heißen die Planete alle Alme 012. Bist du doch auf einem großen Planet?
Ich bin noch im Weltall. Ich warte auf dich. Kann ich meinen Treibstoff auch irgendwie wieder füllen? Ja, mit Tritium. Hast du das? Nee, ich glaube nicht. Das sammelst du bei den Asteroiden, die abschießt. Ja, hier sind gerade aber keine Asteroiden. Okay, wo bist du? Ich scanne. Ich hab Thomas. Ja, ich bin in der Nähe. Ja, ich komme zu dir. Warum? Wir wollten noch hier auf das Planet, den. Ich geb dir Treibstoff. Alles gut, Mann. Hier sind doch Asteroiden. Oh, ich hab Silber gefunden, Bruder. Ja, ich habe auch Gold. Ich auch, ja. Ich will mal wissen, ob man über das Raumschiff auch was übertragen kann. Goldklumpen. Guck mal, wer ist denn da? Kann man dich auch abschießen? Okay, Bruder, wo willst du hin? Zeige ich dir. Ja, ich schlick dir hinterher. Boah, Alter, die Steuerung hat mich gerade ein bisschen kaputt gemacht. Bestimmt dann nicht erstmal wieder. Weil es gibt hier mehrere. Siehst du das? Es gibt viele, viele von den kleinen. Siehst du, wo ich hinschieß? Dem fliegen wir. Okay, zu den kleinen hier, ne? Alme 012 heißt der, ne? Ja, wie kann ich mein scheiß Raumschiff jetzt wieder befüllen, Alter? Startschusstrübe, ne? Nein, Impulsantrieb. Ja, perfekt. Ich komme, eine Stunde. Stell dir mal vor, man braucht dann in Real Life eine Stunde, wenn man normal mit dem Schiff fliegt, um da hinzukommen, wenn man kein Ding hat. Antrieb. Ja, krass. Schon. Also, wir haben. Ist ein Mond nice, Bruder? Wenn man einen Mond hat, so als. Ich weiß es halt nicht. Hast du schon mal einen Mond eingenommen? Ich habe noch nie eine Basis auf dem Mond gebaut. Guck mal, wir haben hier viel bessere Temperaturen. Ich stand einfach gerade neben dir so auf entspannt. Keine Wächter, gute Flora, gute Temperatur 15,2. Hier passiert nichts. Okay, dann lande ich auch hier.